Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vize Beast Infinity Evolved. Mit dabei der Sora Timers. Was geht, Leute? Gut, und wir sind immer noch dabei, einen Wizard Spawner zu bauen. Ja, und ja, also ich tue jetzt mal ein bisschen so hier erklären, was ich in der letzten Folge noch gemacht habe. Also ich habe eine Folge, aber da ich nicht weiß, ob ich die retten kann, erkläre ich das nochmal kurz. Ich habe es so gemacht. Ganz kurz. Ja? Könntest du mir vielleicht gleich mal so ein bisschen dabei helfen hier? Je nachdem. Ja, so ein bisschen bereithalten. So. Also ich habe das so gemacht. Ich habe 40 Maschinen, 20 Erleuchtmeter, 20 Sawmills. Die sind verbunden mit. Sollen verbunden werden mit dem zweiten ME-System, was reinweg zur Erdverarbeitung dient. Dann habe ich das so vor, dass es über eine Chest aus dem ME-System rausgeht, also Ender Chest, geht zur anderen Ender Chest ins System rein. Dann werde ich das so machen, dass ich das über Pipes, also ich habe es über Ender Conduits, Item Conduits angesteuert. Das ist so gemacht, es geht in die Sawmills rein, verarbeitet die Erze zu Dust, beziehungsweise es kann auch Nebenprodukt wie Cobblestone rauskommen. Das wird dann verarbeitet zu Waren in Alloys Matter. Die Cobblestone natürlich zu Cleanstone, wo ich mir noch eine Lösung einfallen lasse, aber. Ja. Oh, Entschuldigung. Und das Ganze ist jetzt halt so aufgebaut. Ich habe Octalic Capacitors drin. 40 Stück. Da kann ich euch ja mal kurz das Rezept zeigen. Okt, da muss er. Gemacht werden die aus. Einen Octadick. Der war gut. Mein Schuh fängt wieder mit Quietschen an, das ist nicht gut. Also entweder aus Colored Glowstone oder normalen Glowstone. Zwei Rapid Alloy, Double Layer Capacitor, Energetic Alloy, Coal Dust, Progressed Coal, Basic Capacitor, Gold Nugget, Gold Coin, Redstone, Copper. Also easy zu machen. Das Ganze habe ich natürlich oft gemacht. Das seht ihr dann eventuell in der Folge, wo ich es gemacht habe. Das Ganze habe ich oft gemacht. Das seht ihr vielleicht in der Folge, wo ich es gemacht habe. Was? Das wird ein bisschen verwirrend. Nochmal von vorne. Also, ich habe das in einer Folge erklärt. Also, falls euch dann verwirrt seid, nochmal von vorne. Also, ich hatte eine Folge aufgenommen, wo ich schon das erklärt habe, was ich euch jetzt gerade nochmal erkläre. Aber da ich nicht weiß, ob ich die retten kann, wegen neues Aufnahmeprogramm und so weiter, werdet ihr es dann sehen. Ansonsten habt ihr jetzt eine kurze Erklärung bekommen und seht dann in einer weiteren Folge, wie ich das entweder anschließe oder ich mache es komplett on-cam, dass ich zeige, wie ich die Kabel weiter verlege. Aber ja, ich denke mal, da ich eh noch mal so Import-Export-Buster anschließen muss. Ich glaube, das werde ich dann auch in der Folge zeigen. Hier geht es jetzt auch schon gut voran mit der Farm. Ja, von wegen. Ich habe die falschen Blockplacer, die von Open Blocks funktionieren damit nicht. Das ist blöd. Ja. Könnte man denn dann nehmen? Ja, ich habe noch zwei Alternativen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mit einer geht. Aha. Ich würde halt möglichst gern die RF konsumiert nicht verwenden. Ja, so RF könnte. Ja, wohl eigentlich. Weil das Problem ist einmal, wenn es einmal ausfallen sollte, habe ich ein dickes Problem. Ja, also ich schätze mal, wenn die da weiter spawnen. Wer es nicht kennt, also Mob Farm, wenn da irgendwie so ein Problem ist und die Mobs zum Beispiel nicht getötet werden, da kann man ganz leicht einen Server zum Absturz bringen.
Oder wenn zum Beispiel die Items nicht mehr eingesammelt werden, weil die Caches Okay. voll sind. Ja. Ich brauche die Stromvariante. Oh, okay. Das ist blöd. Okay. Aber ich war kurz hell und trink dabei unauffällig was. Oh, das ärgert mich jetzt richtig. Ey, nicht unauffällig trinken. Ja. Ach so. 1, 2, 3, So. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Und 11, ja, der 12. Dosch hat hier auch unseren Spawn umgebaut, was sehr schön geworden ist. Ist natürlich auch nicht ganz fertig, aber ja. Schon mal wenigstens was anderes als das, was wir vorher hatten, diesen Ja. Autounfall. Also, das ist definitiv besser. Und was wir auch ganz nettes haben, Ephemeral Class. Ihr seht, ich komme nicht durch. Weil ich gesnickt habe, aber ich komme durch. Das Lustige ist, die Mobs kommen nämlich nicht durch. Oh ja. Das, ja, so tricky will ich jetzt nicht sagen. Aber. Es ist ein bisschen aufwendig zum Craften. Man braucht nämlich die. Puh, jetzt weiß ich gar nicht mal, wie die Barren hießen. Diese. Unstable Ingots. Genau, die Unstable Ingots. Da gibt es zwei Versionen, wenn ich es finde. Das hier. Einmal die normalen Unstable Ingots. Die werden halt so gecraftet: Iron Ingot, Division Siegel activated, Diamond. Und dann gibt es noch die unzerstörbaren. Weil die normalen, sobald man sie auch nur im Inventar hat, explodieren sie innerhalb von wenigen Sekunden und das ist ein Instant-Tod. Selbst mit der Draconic-Rüstung. Genau. Und ja, also die zu bekommen ist ein bisschen tricky. Und ja. So, und hier gibt es auch schon. Oh, hier ist mit Gestalt an. Ah, ich So. will es hoffen. Na, der war zu viel. So. Kannst du mal gerade das Soul Sand holen? Ja, Moment. Ich hoffe, dass ich es im ME habe. Soll. Ja, von der 65. So. Ein Stack reicht gerade. Ja, Moment. So. Da muss ich auch nochmal schauen, wie ich da dann relativ viel rankommen werde. Aha. Ja, und kurze Erklärung, was bei mir jetzt so am Kanal jetzt noch sein wird. Ich werde jeden Jawohl, es zweiten. klappt. Aha. Es klappt. Ah, sehr gut. Also, ich werde jeden zweiten Tag zwei Videos bringen, weil ich werde in ein paar Wochen eine Von Art. uns gehen. Naja, also, ich werde so eine Art Reha machen. Also in so eine Art Reha kommen, weil ja, es ist eigentlich egal, ob ich das sage. Also ich habe eine Trichterlunge, das wurde mir bei mir damals festgestellt beim Bundesheer vor 5 Jahren oder so. Und deswegen habe ich brutalste Atemprobleme. Aber um auf den Punkt zu kommen, ich kann deswegen meinen gelernten Beruf Bäcker nicht mehr machen. Und da ich jetzt seit, leider Gottes, seit mehr als 2 Jahren arbeitslos bin und ja, so auf gut Deutsch dem Staat auf der Tasche liege, habe ich jetzt endlich eine Umschulung bekommen, beziehungsweise es steht noch nicht so ganz fest, ob sie mich aufnehmen werden, das erfahre ich noch. Und da werde ich halt schauen, was ich machen werde. Ich bin seit ich YouTube mache, bin ich ja quasi in der Video-Web-Branche und ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht einfach genau sowas mache. Halt YouTube sowieso, aber es sind die Videobranche gehen. Weil es hat für mich den Vorteil, ich arbeite was zum einen, zum anderen, ich kann mich viel besser mit YouTube auseinandersetzen. Also bessere Qualität abliefern. Und mein Ziel ist ja, eine größere Reichweite zu erreichen. Und mit etwas Glück kann ich das so sogar besser schaffen.
Und deswegen halt zwei Videos jeden zweiten Tag, weil ich von 8 bis 16 Uhr dort bin. Und bis ich zu Hause bin, ist 17, 18 Uhr. Ich muss mindestens einmal die Woche einkaufen, die Videos für euch aufnehmen, schneiden, rendern. Und ja, so ist ein bisschen tricky. Aber es wird auf jeden Fall alle Projekte weiterhin geben. FeedBeast wird ganz normal kommen. Minecraft Vanilla wird wiederkommen. Dann Close Your Eyes werde ich bringen. Ich weiß halt nicht, wie lange das noch geht, aber ja. Dann werde ich, was Adventure Maps betrifft, erstmal auf Eis legen, weil ich muss erstmal schauen, dass ich eine gescheite Map finde. Dann muss ich schauen, dass ich mich in Magix einarbeite, dass ich da eine Stunde im Voraus aufnehme und das dann einfach in 10-minütige Videos cutte. Quasi wie Speed mit früher gemacht hat. Die guten alten Zeiten, Adventure Map. Ja, gut, ich schweife ab. Und was ich auch vorhabe, ist, was mir auch sehr oft auffällt, die ganzen alten Spiele werden eigentlich so gut wie gar nicht mehr let's played. Und ich habe, ja, also ich habe noch, Oh. ja, da ist ein River, noch recht viele alte Spiele und da lasst euch überraschen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich gehe mal rein und kill den, wenn ich reinkomme. Nein, 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 nein. Nicht killen. Oh, das wird ein Der bisschen sollte knapp. eigentlich automatisch gekillt werden. Ja, jetzt wurde er gehört noch Ja, nicht. den habe ich jetzt gerade getötet. Ja. Und der fällt nicht tief genug. Okay. Okay. Ja, oh, ich habe den ganzen Suicent jetzt wieder. Ja, das ist egal. Ja. Okay, kannst du mal gerade Ja. in mein ME gehen und noch ein bisschen Draconic Infused Obsidian machen? Ja, Moment. Weil So. das muss ich jetzt echt ein bisschen höher machen. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Draconic Infused Obsidian, wo haben wir dich denn? Oh, auf der Seite. Was mich jetzt gerade interessiert, warum der Wizard nicht erkannt wurde. Das wird mich auch leicht. Kann es sein, dass der nicht gezielt wird? Der muss eigentlich gezählt werden, das ist ein Mob. Okay. Und ich habe mir schon oft genug Videos dazu angeschaut. Der wird sogar als vom Mobgrinder von hier, wie heißt er, von Draconic Evolution, wird er erfasst und auch getötet. Ah, okay. Also ich kann bei deinem RW-System irgendwie nichts machen. Ach stimmt, vergiss, ich habe einen Security Terminal. Jetzt, wie bei mir. Ja. Aber ich müsste eigentlich bei mir es noch craften können, da müsste genug sein. Moment. Ja, ich bin schon gerade am Craften. Ah, okay. Dann komme ich wieder zurück. Du So. könntest mir aber schon mal bitte gefallen tun, nochmal drei Block Ja. Placer von Mine Factory Reloaded craften. Mob Blazer. Block Placer. Block. Ah, Block Blazer. Block Blazer von Mad Factory Reloaded. Nehmen wir wieder das Maschinenkass Charlies Rezept. Das geht ja eigentlich recht schnell. Goldnuggets wäre okay. Dann machen wir mal jetzt drei Stacks davon. So, der fällt dann jetzt hier So. auch runter. 48. Okay. Okay, das wird. Die kann ich schon mal wieder hier hin platzieren. Och, nö, ich habe kein Iron. Iron. Was? Oh. Ich habe kein Iron. Irgendwie geht's mehr. Was bist du für eine arme Socke?
Ja, also ich sollte ganz dringend die Arzt fahren. Okay, du bist vorher dann. Okay, dann eben zuerst in die. Die Segmente sind alle voll. Okay, und der hat keine Energie. Scheiße. Okay, ich Der müsste hat wahrscheinlich das noch Zurück. umstellen. Oder? Okay, Nee, Energie ist auf der Leitung drauf. naja, gut. Oh. Also, Iron geht jetzt durch. Gut. Wer sich jetzt ein bisschen wundert, aus dem Dense Iron Ore kommen zwei Ingots raus. Deswegen habe ich jetzt quasi hier 9 Ingots. Also nicht wundern. Ganz ehrlich, das musst du nicht erklären. Okay. So, das wollte ich. Zwei Stacks. Dann Block. Okay. Quatsch, was mache ich denn da? Brauche ich noch mal Aaron. Was könnten Ja, ich habe eigentlich jetzt ja euch ja das erklärt. Also gut, So. mit Deutsch und Klaus werde ich das nochmal dann off-cam besprechen, damit ihr euch da nicht wundert, dass ich das jetzt einfach mal so leicht da so sage. Das wäre selbstverständlich, weil die beiden müssen ja auch schon, wie sie aufnehmen. Und das war verkehrt, das wollte ich. Ja, also gut, Wie sieht's aus mit deswegen. dem Blockplacer? Hast du schon welche fertig? Moment. Verdammt, ich brauche noch Öl. Moment. Ich habe jetzt einen Stack Dispenser gemacht, ich Trottel. Ja, die kannst du ja immer gebrauchen. Warte, Ja. Dispenser? Ja, Ja, okay, die eher nicht. mit die Truppe habe ich gemacht. Oh, und schon wieder ein Stack. Naja, gut. So. Zwei Blockbläser. Ja, ich brauche noch zwei, ne? Okay. Mach ich. Wo war hier? Blockbläser. Ich will hoffen, dass er jetzt gleich dann funktioniert. Aha. Das heißt, Das wir wird auf jeden Fall brauchen. dann noch ausgehend schön gebaut für den stetianischen Baustil. Das war das echt genial. Ja, der Mann hat sich echt in die Sport verliebt. Ja. Wer sich jetzt wundert, wie dieses Wort entstanden ist, schaut in die letzten Folgen rein. So, ich fürchte, ich habe. Ja, ich habe keine Swings mehr. Habe ich wenigstens Ja, noch. bedien dich bei mir. Okay, und dann komme ich rüber. Supporte ich mich da nicht einfach. So. So, der schön. Advance. Hier was. Das war drüber. Das war Install. So. Ich brauche nur einen Wassereimer. Du brauchst Drinks, ne? Ja, ich suche gerade die Dings ist. Komm, hier. Ah, danke. Heute habe ich natürlich keinen Wassereimer mehr. Da Dann bin ich eben ja. ein Bucket. So. Das muss man über einen Wassereimer machen, weil das Problem ist, würde man jetzt die Bells nehmen, Aha. ist das Problem. Der Wizard sagt ja, ja, okay, was willst du mir da jetzt sagen? Und boah, zerstört hier einfach. Ja, also das wäre ein bisschen schlecht. Na, Alter. Zwei wolltest du noch, oder? Genau. Okay, die habe ich. Sehr So, schön. dann darüber. Weißt du mal, wie viele Minuten wir sind? Wir sind bei 19. Ah, okay, also passt das super. Also einen Test können wir jetzt gleich noch machen. Ja. So, eins, zwei. Danke. Gerne. Gut. Dann kommt jetzt hier noch einer hin. Und hier einer. Der bekommt wieder ein Soul Sand.
Genau wie dieser hier. Und hier oben die drei werden erstmal eingestellt. Hier hinten Input. Und klicken Wizard Sky. Input. Insert Wizard Sky. Insert Wizard Sky und Input. So. Ah, der bekommt noch keine Wizard Skulls. Aha, okay. Genau, mach mal so. Das war jetzt super optimal, was ich gemacht habe. So. Das. Okay. Das ist auch aber super optimal, was ich gerade gemacht habe. Ha. Ja, natürlich mit Zoll zu machen. Oh. Ach, Shuji macht doof. Nein, die werden immer noch kaputt. Okay, das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Oder ich mache das jetzt offscreen noch ein bisschen höher. Ja. Weil es wird schon. Obwohl, warte. Aha. Ich mache offscreen nochmal einen neuen Blockplacer. Ja, mache ich. Und dann sollte das eigentlich in der nächsten Folge klappen. Aha. Weil mein Fehler war jetzt gerade einfach nur, ich war jetzt noch innen drin und die haben dann mich fokussiert. Normalerweise kriegen die kein Target. Gut, in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, anmerken, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao. So, ja, also, sind wir nochmal. Wir haben das Ganze, oder er sagt, ich habe das Ganze nochmal hier fertig gebaut. Er hat mir auf jeden Fall mal Unterstützung gegeben. Der Turm ist jetzt dann noch ein bisschen größer geworden. Ich muss mal schauen, wie man das Ganze noch verkabeln kann, weil, naja, es muss auf jeden Fall verkabeln, muss da schon schön bauen. Ja. Muss explosionsdicht sein. So, Blockplacer, autonomes Activator. Hier habe ich jetzt nochmal einen Timer, der alle 8 Sekunden ein Signal ausgibt an die drei autonomes. Und die, wieso ist es gerade gespawnt? Und das Ganze wird hier über einen Vakuum-Chest abgesammelt. Das kommt hier ran, geht direkt in die Ender-Chest ran. Und das landet dann alles in seinem ME-System. Und soweit sieht es gut aus, dass es einwandfrei funktioniert. Ja, so ganz einwandfrei zwar noch nicht, aber schon so gut wie. Stimmt. Und ich werde mal kurz was craften, damit das nicht so laut dort ist, nämlich ein Soundmuffler. Ja, wie gesagt, muss man schauen, dass der nicht hochgeht. Ja. So. Muss ich mich zwar daran gewöhnen, dass jetzt jedes Mal bei mir zu Hause Wasser steht, aber drauf geschissen. Oh, ja, also ich denke, das kann man verkraften. Ja. Verkraften, Wortwitz oder wie? Alter, 9000 Soul Sand durch 4? Alter, da kommen da verdammt viele Netherstars raus. Ja, also, da haben wir erstmal ausgesorgt. Was kann man da auch so großartig machen? Netherstar Generator, ja. Ja. So eine Key, ja, so, Wyvern Core. Also, ich werde auf jeden Fall demnächst mal alle Portal ganz durchcraften. Das werde ich auf jeden Fall machen. Angel Ring weiß ich nicht. F-Tools habe ich immer noch nicht so. Muss ich mal schauen, ob ich damit arbeite. Oh ja, die werden wir auf jeden Fall brauchen. Die Crystal Matrix Ingots. Ja, ich würde mal wahrscheinlich so ein paar Beacons machen. Ja. Mal schauen, was da so jetzt gerade schon angekommen ist. Ja. 20 Netherstars. Kann man mal machen. Definitiv. Muss man nur mal schauen, wie man das dann lösen kann, wenn da mal so ein Skeletten-Skull zu tief gesetzt wird. Aber ich schätze mal, ich werde auf jeden Fall den Bereich nicht Chunk laden, weil das ist wieder zu unsicher. Ja. Ich habe keinen Bock, dass hier noch am Ende hier noch Minecraft Story Mode Real Life gemacht wird, in dem hier eine ganze Armee von Wizards rumfliegt. Habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, das wäre ein bisschen zu viel. Ein bisschen suboptimal. Genau. So, der Soundwaffe macht auch seinen Dienst. Sehr schön. Das passt. Jawohl.
Und wie ihr seht, hier kommt immer das Zeug rein. Jo. Und der Grinder verliert keine Energie. Super. Perfekt. Hier kommt auch noch energiemäßig was gut drüber. Aha. Also drei Resonant Solar Panels sollten das auf jeden Fall schon mal füttern. Ja, also das müsste dann Energie ausreichend sein. Ja. Aber das wird ja auch nicht das letzte Solar Panel sein, da wollen wir jetzt auf das Ultimate gehen. Ja. Wie ich das wird schon ganz kurz. Hier das, schon? Hier hat. Das sind die Resonant, die sind schon recht teuer, aber die richtig teuren, die kann man doch bei ihm. Ja, also die Resonance sind mittlerweile schon 512 normale Solar Panels, also die Leadstone. Ja. Das müsste man eigentlich vergleichen können mit den Solar Panels von Industrial Craft, jetzt nicht hier Advanced und so weiter. Aha. Da gab es ja das Low Volt, Medium Volt und das High Voltage. Ja. Ich müsste jetzt glaube schon auf einem Medium Voltage sein. Ich glaube schon. Nee, wobei eigentlich schon was mehr. Ich müsste die Hälfte von einem High Voltage haben. Aha. Weil, oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Also ein Low Volt waren 8, ein Medium waren 4. Ich bin auf dem High Voltage Solar. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und es geht noch weiter, dafür brauche ich nochmal einen ganzen Stack von den Resonance Solar Panels. Das war noch lustig. Ja. Aber wenn ich sonst in den Meer reinschaue, weiß ich schon, was ich auf jeden Fall in der nächsten Folge machen werde. Ein bisschen aufräumen. Ja. Das wird zu voll. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.